Warum ist Ihnen persönlich Engagement für Integration und Menschlichkeit so wichtig? Das ist natürlich gerade in dem Fall wichtig, dass, weil Jugendliche eingespannt sind. Und ich weiß noch, als ich jung war, da wusste ich nicht viel über Charity. Da war das alles noch gar nicht so populär und es wurde auch an uns Kinder nicht rangetragen, sich zu engagieren. Jetzt ist es ganz anders und ich finde es toll, dass eben auch junge Leute Ideen haben und etwas machen können, um die Welt ein bisschen zu verbessern. Und insofern finde ich diese Aktion sehr, sehr toll. Was tun Sie selbst so als Engagement? Was, haben Sie irgendwas, um zu helfen? Ich bin Botschafterin von der Stiftung Kinderherz. Die unterstützen Forschung in Richtung Kinder, die mit angeborenen Herzfehler auf die Welt kommen. Da braucht man Gelder für die Forschung und auch für die Behandlung und die Nachbehandlung und psychologische Betreuung und was da alles mit dranhängt. Dann natürlich SOS Kinderdorf. Ich habe 3 Patenkinder verteilt und bin im Tierschutzverein. Ich unterstütze die AIDS-Stiftung und die Kinderschlaganfallhilfe. Die Marianne-Strauß-Stiftung. Also ich bin ziemlich engagiert. Ja, Sie sagen schon, es ist eine ganze Menge. Jetzt haben Sie ja auch beruflich eine ganze Menge zu tun. Woher nehmen Sie da die Energie, das alles wirklich unter einen Hut zu kriegen? Das lässt sich eigentlich sehr gut miteinander verknüpfen. Gerade durch diese vielen Veranstaltungen lernt man viele Leute kennen, die man dann auch beruflich braucht, die man auch wieder einspannen kann. Also ich connecte auch in dem Bereich sehr viel, dass ich die Leute miteinander bekannt mache, dass es dann aus verschiedenen Richtungen auch Spendengelder gibt und auch Veranstaltungen, die dann andere Sachen unterstützen. Also es ist irgendwie etwas, was immer irgendwie miteinander sich gut verbindet.